Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Handtaschen, Trends und wie ihr entscheiden könnt, welche Handtasche für euch genau die richtige ist. Ja, ihr habt euch gewünscht, dass ich mal ein Video mache zum Thema Handtaschen und ich habe mir dann überlegt, dass ich euch natürlich auch über die aktuellen Trends informiere, also welche Handtaschenform, welche Farben sind aktuell in. Und ich möchte euch auch einige Kriterien mit an die Hand geben, mit denen ihr entscheiden könnt, welche Tasche für euch genau die richtige ist. Und das muss ja nicht unbedingt auch immer eine Handtasche sein. Die 5 Trends, die mir besonders aufgefallen sind, sind folgende. Erstens die XXL-Chopper. Die waren letzten Jahr auch schon in und die sind eben verdammt praktisch. Die gibt es dieses Jahr auch wieder in verschiedenen Varianten. Und ich muss sagen, da muss man so ein bisschen gucken, ob eben die Größe auch wirklich zur eigenen Körpergröße und auch zur Figur passt. Weil wenn ihr jetzt besonders klein und zierlich seid, dann kann das sein, dass man mit so einem XXL-Shopper untergeht. Die gute Nachricht für euch ist, es gibt viele Anbieter, die solche Shopper in 3 verschiedenen Größen anbieten. Ein Beispiel zeige ich euch hier und zwar ist das so ein Chelsea Shopper, so nennt er sich, von Liebeskind. Und den gibt es in der Variante S, den gibt es in der Variante M und den gibt es in der Variante L. Ganz ehrlich Leute, ich habe mich entschieden, die Variante M hier zu tragen, weil ich finde, das sieht am harmonischsten aus und ist trotzdem noch groß genug und praktisch. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die aber auch mal einen Kurztrip machen und sagen, für mich ist da ein Shopper gut geeignet, um all meine Dinge unterzubringen und vielleicht sogar auch ein kleines Reisegepäck, nur zu, dann greift eben zum XXL-Shopper. Jetzt in diesem Jahr werdet ihr da genügend Auswahl finden. Der zweite Trend sind skulpturelle Taschen. Was bedeutet das? Das sind Taschen, die einfach eine ganz klare Form haben. Das können quadratische Varianten sein, die so ein bisschen erinnern an so eine Einkaufstasche, sage ich jetzt mal. Das können aber auch solche Halbmondtaschen sein. Die nennt man auf Englisch Half Moon Bags und übersetzt heißt das dann eben Halbmondtasche. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Und die sind jetzt auch besonders angesagt und ich finde, die sind aufgrund ihrer skulpturellen Form auch sehr praktisch, um sie eben so über die Schulter zu tragen. Auch dieser Trend ist nichts Neues, also vielleicht habt ihr sogar eine solche Tasche noch bei euch im Kleiderschrank. Der dritte Trend sind geflochtene Taschen. Das können auch wieder unterschiedliche Formen sein. Das kann was Skulpturelles sein, das kann ein Shopper sein. Das Wichtige ist, dass das Material einfach gewebt ist oder geflochten ist. Ich zeige euch hier nochmal den Chelsea Shopper, weil der ist dafür ein gutes Beispiel. Also das heißt, da wurde das Leder per Hand so ineinander gewebt. Sieht, finde ich, sehr schön aus. Das ist jetzt mal so eine ganz grobe Variante. Es gibt aber auch sehr fein gewebte Varianten. Eine weitere Besonderheit der modernen Taschen ist nicht nur die Flechtstruktur hier bei der gesamten Taschenoberfläche, sondern diese geflochtenen Schulterriemen oder auch Henkel. Ihr seht das hier am Beispiel dieser Tom Taylor Tasche, die finde ich wunderbar. Das ist jetzt mal ein Beispiel einer Tasche, die nicht aus Leder ist, sondern die ist aus einem Kunststoffmaterial. Nicht jeder von uns mag ja Leder und ich finde, bei der Variante ist es aber so, dass sie wirklich schön aussieht. Außerdem hat sie eine Farbe, die in diesem Jahr absolut im Trend ist. Es muss nicht immer eine neue Tasche sein. Ihr könnt auch gut eine alte Tasche nehmen, die ihr besitzt, die eben so einen langen Schulterriemen hat. Und ihr könnt diesen Riemen durch einen Lederhenkel austauschen. Ich zeige euch jetzt hier mal eine Variante, wie so ein geflochtener Lederriemen aussehen kann. Also so ein Henkel meine ich natürlich für die Tasche. Und das gibt der Tasche wieder einen ganz anderen Stil. Arbeitet da bewusst mit einer anderen Farbe. Ihr seht ja, meine Handtasche ist in so einem Taubfarbton, also so einem Schlammgrau. Und ich habe das Ganze kombiniert mit so einem Mittelbraun, also einem geflochtenen Henkel aus Mittelbraun. Ich finde, das sieht ganz toll aus. Und damit hat man die alte Handtasche wieder ganz neu gestylt. Und ich sag mal so ein Henkel ist eben deutlich günstiger als die ganze Handtasche.
Ich verlinke euch diesen Henkel auch in der Videoinfo, dann wisst ihr, wo ihr das nachbestellen könnt. Was man in diesem Jahr auch immer wieder sieht, sind so richtig schöne Glitzertaschen. Solche Taschen, wie wir sie normalerweise ins Konzert oder zum Musical mitnehmen, also zu einem wirklich feinen Anlass. Die kann man jetzt auch in der Freizeit tragen, mit Pailletten, mit Glitzer, mit allem, was man sich so vorstellen kann und was dem Ganzen so einen eleganten, glitzernden Effekt dann auch gibt. Die fünfte Variante sind solche handgearbeiteten Taschen, zum Teil aus Baumwollstoff oder auch aus Bast beispielsweise. Mich erinnert das immer an diese Makramee-Techniken, wenn ich die einfach sehe, oder so ein bisschen an Häkeltechnik. Also auch das ist weiterhin enorm im Trend. Mein absoluter Favorit im Jahr 2023 ist diese Crossbody-Tasche. Die kann ich euch wirklich empfehlen, weil die sieht nicht nur gut aus, sondern die ist auch unwahrscheinlich praktisch. Und ihr werdet wahrscheinlich auch schon ganz viele Frauen gesehen haben, die diese Tasche aktuell auch tragen. Es gibt zwei Dinge, die ich besonders schätze an der Tasche. Zum einen kann man sie so hinschieben, wie man sie braucht. Also das heißt, man kann sie eher im vorderen Bereich tragen. Das ist immer dann interessant, wenn man dann doch mal einen Rucksack noch hinten tragen muss und man braucht einfach Platz, ne? Man kann sie mehr an der Seite tragen, wenn man will. Die rutscht dann auch nicht dauernd von der Schulter, weil man sie dann irgendwie über einer Schulter hängen hat und man dann immer die Schulter hochziehen muss. Nein, hier liegt sie ja diagonal mit diesem Schulterriemen an und das hält einfach besser. Und ich finde es auch ganz toll, dass man die Tasche auch nach hinten schieben kann. Ich drehe mich mal so ein bisschen, ich hoffe, man sieht das. Weil, also bei mir ist es manchmal so, dass ich irgendwie einen Karton trage, ja, oder irgendwie eine Box trage, ne? Das kann auch mal sein, dass es ein Wäschekorb ist und ich habe irgendwie diese Tasche dann noch an, weil ich unterwegs bin, vielleicht was spende oder so. Und dann ist es einfach immer unwahrscheinlich störend, wenn man dann so eine Tasche an der Seite oder vorne hängen hat. Und von daher schiebt man diese Variante dann nach hinten. Hier hat man dann nur den glatten Riemen, der stört nicht und kann dann auch ungehindert seine Box dann tragen. Die zweite Sache, die ich sehr, sehr praktisch finde an diesen Taschen ist, dass man diese Riemen hier austauschen kann. Und ich komme jetzt mal ein bisschen näher ran, dass ihr das seht. Die haben also hier diese Karabinerhaken, die man dann so ausklinken kann und wieder einklinken kann. Und das ist jetzt der Originalriemen. Der hat also genau die Lederfarbe jetzt von der Tasche auch. Man kann aber natürlich auch richtig schöne bunte oder Lederriemen oder auch Stoffriemen mit Mustern hier einklinken. Und ich habe mir mittlerweile auch ein paar gekauft. Und von daher kann man dann auch immer variieren, je nachdem, was man gerade für einen Look trägt. Ich werde euch dazu auch nochmal eine Outfit-Inspiration veröffentlichen, dass ihr mal seht, welche Looks man so tragen kann und wie man das Ganze mit verschiedenen Riemen dann kombinieren kann. Ich glaube, sonst wird dieses Video einfach zu lang. Deswegen habe ich mich entschieden, das dann so zu machen und euch das in der Outfit-Inspiration zu zeigen. Die Taschen sind nicht teuer und die sehen wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertig aus. Sie haben eine sehr schlichte Form. Von daher bin ich mir sicher, dass sie auch jahrelang dann wirklich im Trend sein werden. Und gerade diejenigen von euch, die sagen, das ist mir wichtig, ne, dass ich meine Sachen sehr, sehr lange trage und dass sie dann auch nicht aus der Mode kommen oder auffallen, ne, dass man jetzt nicht sehen kann, die Tasche kommt aus den 90ern oder aus den 2000ern oder sonst was. Denen empfehle ich eh, dass ihr zu klassischen Farben zurückgreift. Also das kann so ein beige-weiß sein, das kann aber auch ein Braunton sein. Guckt da auch immer ein bisschen darauf, was ihr für ein Farbtyp seid. Soll es dann eher ein warmes Braun sein oder ein kühles Braun? Und es kann ja auch so taub sein, also so eine Art Grau, Schlamm. Oder was auch immer klassisch ist, ist natürlich die Farbe Schwarz. Damit macht man jetzt als Farbe nichts falsch. Wenn man jetzt mit Trends gehen möchte, dann sind in diesem Jahr Farben wie so ein richtig intensives Grün oder dann auch weiterhin ein Pink oder auch so eine Fliederfarbe absolut im Trend.
Da müsst ihr aber nicht unbedingt dann eine neue Tasche kaufen, sondern ihr könnt ja diesen Farbtrend dann auch mit diesen wechselnden Schulterriemen dann umsetzen. Probiert es einfach mal aus. Und wie ihr entscheiden könnt, welche Tasche genau die richtige ist, da müsst ihr euch selbst ein paar Fragen stellen und für euch selbst und persönlich beantworten. Die erste Frage ist, für was wollt ihr die Tasche benutzen? Also seid ihr jetzt jemand vom Typ her, der in seiner Tasche auch Einkäufe transportiert, dann muss sie ja etwas größer sein. Dann kann das sein, dass ein Shopper eben sehr gut geeignet ist. Oder ist es euch wichtig, dass ihr dabei auch nochmal den Rücken schont? Also ist es für euch vielleicht nicht so ideal, wenn ihr die Tasche über der Schulter tragt? Dann würde ich nicht zu einer Handtasche greifen, sondern würde eher einen Rucksack nehmen. Auch da gibt es viele stilvolle und trendige Modelle. Wenn ihr aber nur ein Handy und einen kleinen Geldbeutel mitnehmt in der Regel und braucht nicht viel Stauraum, dann kommt natürlich auch eine kleine Handtasche oder eine kleine Crossbody-Variante für euch in Frage. Und für viele von uns wird es ja auch immer wichtiger, dass man irgendwie ein Tablet auch mitnehmen kann, weil man darauf vielleicht irgendwelche E-Bücher hat, die man dann nebenbei liest, oder man hat andere Dinge, die man auf dem Tablet tut. Dann solltet ihr natürlich auch das berücksichtigen und einfach mal prüfen, ob die Handtasche groß genug ist, um auch ein Tablet da spielend unterzubringen. Im zweiten Schritt könnt ihr euch überlegen, wie viel Geld ihr investieren möchtet in eine neue Handtasche, sofern ihr eben eine neue kaufen möchtet. Also wollt ihr da wirklich richtig viel Geld einsetzen? Ist euch das wichtig, dass ihr ein qualitativ sehr hochwertiges Modell kauft oder vielleicht auch eine Designer-Variante? Ne? Und ist es euch wichtig, dass es eine neue Tasche ist? Oder seid ihr auch jemand, der sagt, okay, ich will zwar Qualität haben, aber für mich kommt auch eine Secondhand-Tasche in Frage oder eine Tasche vom Flohmarkt? Und es gibt mittlerweile ja auch Anbieter, die hochwertige Designer-Handtaschen verleihen. Da zahlt man dann einen Monatsbeitrag. Das kann ja mal sein, dass ihr vielleicht mal so eine Saison habt, so ein Frühjahr und so ein Sommer, wo ihr sagt, jetzt habe ich aber so tolle und wichtige Veranstaltungen, da will ich eine richtig schöne Designer-Handtasche mitnehmen. Und dann kann auch das eine Variante sein. Guckt hierzu auch gerne mal in die Videoinfo, da habe ich euch nicht nur die Handtaschenvariationen verlinkt, sondern habe euch auch ein paar Informationen gegeben zu Anbietern, bei denen man hochwertige Handtaschen einfach nur leihen kann. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und hat euch einiges an Inspiration gegeben zu den Handtaschentrends 2023, aber auch dazu, wie ihr Handtaschen, die ihr bereits besitzt, vielleicht wieder etwas aufpeppen könnt, damit sie mehr wieder zu den Trends und zu der Mode in diesem Jahr passen. Ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr von den Handtaschentrends haltet und was ihr auch tut, um eben euren Handtaschen, die ihr bereits besitzt, wieder so einen neuen Look oder so eine neue Anmutung zu geben. Weitere Anregungen zum Thema Handtaschen werde ich euch auch in Form von kurzen Inspirationsvideos veröffentlichen, jetzt so zwischendrin, also nachdem dieses Video ausgestrahlt wurde, weil ich glaube, das wird sonst einfach hier zu viel. Also lasst euch überraschen, was da in den nächsten Wochen kommt. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und wir sehen uns hier natürlich bald wieder auf diesem Kanal. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann nutze die Gelegenheit und abonniere den Kanal und aktiviere auch das Glöckchen. Da wirst du nämlich immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich darüber freuen. Bis dann. Tschüss.